ein schönes Schiffchen. Toll, leg dich mal vorher, Bruce, leg dich. Das war dein Plan? Sag, ihr seid ja beide irre. Natürlich. Wir sind Fleisch und Blut. Diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Ja. Mhm. Aber hier haben wir noch eine geheime Tür und da. Achso, habe ich ja mein Dings. Ja, habe ich noch eine. Noch eine geheime Tür und da ist bestimmt wieder so ein Vieh dahinter. Auf was ich überhaupt ja keine Lust habe. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Sein grauenvoller Stil sieht doch gut aus. Aha. Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tier. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das hier kenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Interessant. That's so interested. Da muss ich erstmal kaputt machen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach so. Nee. Andersrum. Ja, hier sind wir schon richtig. Junge, was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Okay, also der Kleine... Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Na, hier nicht. Also da... Was wollte ich jetzt sagen?
was wir vorhin gesehen haben, hier die zwei Geister da. Das. Also ich glaube, das war Zeus, sein Vater und er. Die haben sich geprügelt. Zumindest sah der so aus wie Zeus. lang Bart und keine Ahnung, groß und stark. Und der Kleine hat es nicht gesehen. Okay. Interessant. Was ist denn hier noch? Das Blaue oder was ist das denn? Da ist ja hier irgendwo doch der Zwerg. Was ist eine Blaue da? Was denn jetzt? Verarschen! Und los geht's! Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie, um nach Midgard zu... Wir müssen jetzt hier nach Midgard, ja. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs... Wie mir? Ja, Junge. Sagtest du, kennst Baldurs Schwäche? Wirklich. Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Absolut. Was ist das hier? Nee, wo waren das jetzt? Ach, hier. Oder? Die Torstadt. Bla, zerstören. Wie kommen wir denn da hin? So noch nebelig. Der Berg. Hier können sie noch nicht reisen. Valkyre. Oh, da ist ja noch eine Valkyre. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, also. Hier haben wir noch eine Aufgabe. Seelenverschlinger. Laden. Hier können wir überall hin. Hier ist noch was. Ach, hier ist Eisenbucht. Aha. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Brooke. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlacke. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Da soll mich doch. Ist das... Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr?
Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Das ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Der mit seinen Hygiene-Dingens da. Oh Mann, wer hat dir denn Angst eingejagt? Tür ist mysteriöse Tür ausfindig machen. Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr klappt. Ah, ja. Dasselbe gilt für euch. Ich hab mich einfach zu richtig gehört. Hast ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Oh, ich hab so wenig. Tut mir leid. Was ich gesagt habe, ist so. Hab ich längst. Wie du sagst. Wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental bin. Oh ja. Kleiner? Hä? Hast du noch was anderes im Sinn? Ja, ich wollte. Ach so, hier ist verbessern. Ach. Ja, warte. Hier ist noch. Wo ist denn. Wie kann ich helfen? Schießt du denn als Herr nicht? Oder nicht? Clownbogen wollte ich ein bisschen verbessern. Oh, kann ja nochmal verbessern. Ja, no. Wait. Hör das mit Stolz zu uns, Kerl. Und den Kriegsgürtel. Hör das mit Stolz. Achso. Haben wir hier noch was? Wie der Wicker, ja. Was soll's denn sein? Nix. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Auch nicht. Kann ich was verkaufen? Schön, dass du so viel Wert auf Details legst. Kann ich auch. Das kann ich auch verkaufen. Was noch? Ja, ich guck grad. Nee. Verkauft das hier noch alle Tier? Oder die hier. Warte mal. Noch mehr hab ich nicht. Ressourcen? Alles wunderbar. Bin ich auch. Gut, denn. Aber mal hier raus. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Ja, ne? Bin ich auch. Ja, ist die Schlange? Okay, wir müssen hier anscheinend hin. Nee. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Hm.
Hä? 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 Hä, hä, hä? Hä? Ich glaube, wir sind hier falsch. Gehen wir mal hier runter. Nee, hier gibt es aber mehr. Wir waren aber eigentlich die andere Richtung. Waren wir doch eigentlich richtig. Hier unten ist unser Boot. Wir müssen nach unten. Blup. Ist er schon wieder hier nach unten? Nee, jetzt zeigt es nach oben. Hä? Was denn jetzt hier nun? Ach nö, ich dachte, wir müssen hier runter, weil der Pfeil nach unten gezeigt hat. Mann, ey, das macht aber eine Röhre hier, die ganze. Ost-West-Zeugs da. Wenn das mal schneller gehen würde. Dann, da-da. Vielleicht hier? Nee, wir müssen jetzt aber wieder hoch. Oder? Aber. Hier können wir nicht lang. Was ist denn jetzt hier nun? Müssen wir nach oben? Nee, wir müssen nach unten. Ist das hier eine Tü-Tü-Tü-Tü? Nee. Wir sind hier falsch. Hier können wir wieder raus. Ich glaube, wir müssen auch wieder raus, oder? Aber warum wird da die Meterzahl mehr? Kleine Krise. Wir müssen jetzt aber nach oben. Ja, wir müssen nach oben. Oh, ey, es macht einen echt crazy verrückt hier. Schön warm. Ich gehe in Flammen auf, ich gehe in Flammen auf. Oh, ich gehe in Flammen auf. Tschüss, Pfeil, Axt.
Wiedersehen, brauche ich nicht mehr. B. Hier ist auch noch. Verbrenne schön, ich brauche dich nicht mehr. Es war einmal. Werd heiß, werd heiß. Kann man das mal ein bisschen mehr schleunigen? Komm, ich bin Fange. Okay, hier? Nee, jetzt zeigt es wieder nach unten. Also manchmal. Von hier sind wir doch gekommen, oder? Von wo sind wir denn erschienen? Das war Ditte. Nee, wir sind zu weit weg. Oh. Doch hier lang, oder what? Jetzt perplex. Wir müssten jetzt hier eigentlich richtig sein. Aha! Tierzone, das ist es. Wir sind drin. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Deine verborgene Kammer ist das. Wir sind im Dschungel gelandet. Ach so, Sohn, wir brauchen mal... Genau. Der Baum. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Hat der Boden an der Decke? Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Oh. It's magic. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran. Nicht von hier aus. Oh, was liegt dahinter? Weiß ich nicht, komm ich da hoch? Nee, auf jeden Fall... frische Luft und so. Oh. War hier richtig? Sieh an! Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ha! Der Weltenbaum, das ist Tyrs und das ist seine... Olle. Haha. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Warte mal, hatte der was? Nee. Hey. Ich bin durcheinander. Hier waren wir doch schon. Du warst hier voll im Kreis, wir sind hier voll falsch. What's happening hier? Hm.
Ja, was soll ich denn jetzt hier tun? Warte mal, müssen wir jetzt nach draußen und dann irgendwie... So weit weg. Und da kamen wir. Da halten irgendwelche Riesen die Ketten fest. Hä, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hä? Bin ich vorbeigerannt? Frage ich mir auch gerade. Hier muss er gleich was tun. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Alles klar. Na, warum soll er zurückgehen? Kann er nicht machen. Der hat nichts. Ach so. Was bewegt sich? Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was?